Kiss, halt zu mir gekommen. Dann hab ich ihn geküsst. Ich mach Lesben wieder hetero. Du hast schöne Augen, ich will dir einen reinlaufen, Digga. Warte, meine Texte, ich will dir da. Was für eine Frage. Leon, falls du das hier siehst, ich suche dich seit 3 Stunden. Jo! Digga, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen! Bruder, ich hab mir gerade richtige Klöten angehauen, Alter. Heute richtige Eskalation Köln-Karneval. Freunde, wir wollen die Weiber fragen, was sie auf jeden Fall machen wollen. Was geht? Wie küsst du Frauen? Dich würde ich küssen. Ja, dann küsst du mal. Nein. Okay, Freunde, wir fragen einfach heute ein bisschen, wie man Frauen im Karneval klärt, Freunde. Deswegen würde ich sagen, die erste Frau haben wir schon. Wie küsst du Männer? In diesem Sinne, Freunde, würde ich sagen, ist gut, ich kann euch schon direkt am Anfang mal sagen, ey, passt ein bisschen auf, kennt eure Grenze, wenn ihr in sowas reingeht, Digga. Alkohol kann teilweise echt kacke sein, Digga. Will ich nur an der Stelle auf jeden Fall bemerken, Digga. Deswegen was geht? Bruder, ist echt ein bisschen viel, sag ich dir, wie es ist, Digga. Wir müssen mal ein bisschen runterkommen und ein bisschen mal vielleicht normale Menschen irgendwie finden. Komm mal, guck mal da, Digga. Darf ich dich mal kurz was fragen? Ja, klar. Ja? Wollen wir die Mucke kurz mal ausmachen? Ist es deine Mucke? Tanzt du dazu auch? Ja. Kannst du tanzen? Ja. Willst du tanzen? Let's go, Alter. Nee, ich will nicht. Zusammen tanzen? Die Sache ist heute, wie würdest du gerne von einem Jungen geküsst werden? Wie muss er küssen können? Gut. Ja, und was heißt gut? Nicht scheiße. Nee, guck mal, so eher der gefühlvolle oder auch mal der raue. Und viel Speichel, wenig Speichel, mit Zunge, ohne Zunge. Was ist so dein Favorite? Mit Zunge? Aber ich wurde schon mal von einem Typen geküsst, der hat mich gebissen. Das war nicht so geil. In die Lippe? Ja. Kann ich auch kurz eine Story erzählen, Digga. Ich hatte mal eine Dame am Start, die hat mir so fest in die Lippe gebissen und ich wollte weg, so, ne? Die hat trotzdem festgehalten. Ja, safe. Ey, das hat so weh getan. Danach, ich hatte keinen Bock mehr. Heute schon geküsst? Ja. Ja? Mit jemandem, den du kennst, oder? Ja. Okay, wie stehst du zu Küssen mit Leuten, die du nicht kennst, so? Positiv. Positiv? Ich bin seit diesem Jahr von meinem Freund getrennt, also alles cool. Da lässt man es mal krachen. Genau. Sagst du auch ein bisschen, musst du was nachholen ein bisschen? Ja, safe. Ja? 1,5 Jahre muss ich nachholen. Ja? Führt es dann auch zu mehr oder bleibt es bei Küssen? Bleibt beim Küssen. Karneval safe. Ich geh da rein, komm. Stress, wie du siehst, letztes Bett bis zum Ziel. Cheles, Bravo, Check, Louis V, viele Kundenwaden, Tesco, Karneval ist ja auch irgendwo das Fest der Liebe. Da treffen sich einfach Leute und die wollen einfach sich vermehren. Deswegen fragen wir mal, wie ein Mann das anstellt. Darf ich dich mal was fragen, Bruder? Ja. Ich habe gerade gesehen, du redest hier mit 1, 2 Damen, ne? Ja, richtig. Kennst du die Damen schon von vorher? Ja, so ich sag mal, 2 kenne ich, den Rest kannte ich noch nicht. Sag mal, welche von denen findest du am meisten? Die mit der pinken Sonnenbrille. Die jetzt leider weg ist? Ja. Wie landest du deinen Schuss so? Wie gehst du das Ganze an? Eigentlich muss ich sagen, am nicesten finde ich meine Freundin. Da ist sie ja schon. Nein. Hallo! Ich bin die Freundin von wem? Von wem? Weißt du, was ich mich gerade frage? Was denn? Wie willst du als Frau geküsst werden? Meine Freundin den Platz weggenommen. Was? Du bist einfach in die Toilette reingegangen, obwohl sie angestanden hat. Wer denn? Von wem? Die mit dem Cowboy-Hut. Mit dem schwarzen Cowboy-Hut. Ich hab gar keinen mit dem Cowboy-Hut gesehen. Die einfach ins Mikrofon reinredet, als ob das so... Komm mal zu der Frage zurück. Komm ich ins Fernsehen? Ja, aber nur, wenn du sagst, wie du geküsst werden willst. Ey, das kommt nicht ins Fernsehen, oder? Nein, das ist ein Bild. Ich suche meinen Freund Leon. Leon, falls du das hier siehst, ich suche dich seit 3 Stunden. Wie küsst der Leon? Ich habe ihn nicht geküsst, aber ich suche ihn. Ui. Also, wie heißt du nochmal? Moritz. Moritz hat einen guten Geschmack. Wie hast du denn deine Freundin geklärt? Also, wir waren auf einer Party von meiner kleinen Schwester. Ja. Ganz romantisch. Ja. Meine kleine Schwester war mit ihr befreundet. So. Also nicht heute, ne? Nicht heute. Nein, das ist schon was länger. Ja, aber wie alt bist du denn? 18. Und du? 21. Da geht doch, Digga. Wie sieht's denn aus? Wie willst du denn am liebsten geküsst werden vom Moritz? Schwierig, also schon so von hinten oder sonst so. Von hinten geküsst werden? Ja, schon. Kennst du das nicht? So auf die Wange oder so? Ja, oder doch. In den Nacken? Oder von vorne so ein bisschen? Vielleicht machst du es einfach mal vor, mein lieber Moritz. Du weißt doch, was die Dame will. So? So? Ah, doch, die kenne ich. Wie stehst du denn zu Zungenküssen? Schon erotisch, aber nur, wenn man so geküsst werden will. Also richtig geküsst, wisst ihr? Wenn man Lust hat. Wenn man, ja, genau. Bruder, darf ich dich mal was fragen, mein Freund? Ja, bitte. Wie klärst du denn einfach Frauen oder warum bist du hier? Ich bin hier, um Karneval zu feiern. Ja? Mit wem? Mit meinen Freunden. Wo sind die denn? Die sind über den Platz verteilt, um neue Leute kennenzulernen. Und was du? Der Inbegriff von Karneval ist. Und du bleibst hier auf einer Stelle stehen? Nein, ich ruhe mich gerade nur aus. Hast du denn schon gut reingebechert anscheinend? Nein, reingebechert noch nicht. Ich will dich mal fragen, wie küsst du denn Frauen? Wie man Frauen halt küsst? Ja, mit Mund, Zunge, nass, feucht. Schöne Interpretation von Küssen. Ich wünsche dir was.
Okay. Hä? Darf ich dich mal kurz was fragen? Was? Entschuldigung. Entschuldigung. Tobi! Hast du schon mal eine Frau geküsst? Was ist für eine Frage? Oder Männer? Beides. Spaß. Wie küsst du eine Frau? Wie küsse ich die? Hast du das? Normal. Mit Zunge natürlich. Küsst du eine Frau? Frage. Hast du hier eine Dame am Start? Nein. Warum nicht? Weil alle Frauen sind gleich. All girls are the same. Warum? Wie bei Juice WRLD. Du bist der Stecher vom Dienst, ne? Ja, klar, ich bin der Stecher. Ich bin der Stecher vom Dienst. Bruder, hast du schon mal eine Frau geküsst? Ja, klar. Zeig mal kurz, wie du eine Frau küssen würdest. Hier einfach auf die Karte. Hey, Leo, du. Oder so habe ich abgezogen. Philippe, ey. Du küsst dich wirklich, ey, ne? Man muss antäuschen immer, ne? Hier. Willst du es mal bei einer Dame machen? Klar, besorg mir eine. Darf ich dich mal kurz ausleihen? Komm mal kurz her. So, hier hast du deine Dame. Hallo. Oh. In dem Sinne. So habe ich auch früher gemacht, in der jungen Zeit, damals als jung war. Da bin ich einfach hingegangen und ich habe die einfach geküsst. Rein in der Masse! War das nicht die von vorhin, Digga? Da war Rotze im Spiel, Digga. Das ist doch die von vorhin, oder? Das ist sie! Anderthalb Jahre muss ich nachholen. So! Wer bist du? Lisa! Lisa, dreh dich einmal für uns. Ja, Lisa. Und wen haben wir hier? Gina. Dreh du dich auch mal? Nee. Besser ist es. Wollt ihr eine Beinwurfreihe sehen? Eine was? Eine Beinwurfreihe. Auf geht's. So, Sabine, mach's! Weiß ich ja nicht. Bist du so ein bisschen eine Turnerin oder was? Tanzmariechen, Köllerlauf. Wie sieht's aus mit Jungs? Bist du auf Besuch oder was? Also nein, sag ich nicht, ne? Ja. Nein, sag ich nicht. Hast du schon mal heute einen geküsst? Heute? Ja. Das bleibt geheim. Was für Küsse findest du so angenehm bei Männern? Ich würde sagen, je nach Stimmung. Was hast du da für eine Stimmung? Einfach eine absolute Partystimmung und ist mir egal. Hauptsache geil. Hauptsache es passiert, ne? Okay, was ist so dein Typ? Ist es da hinten so dein Typ? Mein Typ ist tatsächlich Milchbubi, also so blond und so ein bisschen Babyface. Was müssen die können? Was müssen die machen? Sixpack, ist da alles wichtig, oder? Ja, allein mit einem Sixpack beeindruckt mich. Man mich jetzt nicht nehmen. Was braucht er denn sonst noch? Es muss einfach stimmen. Muss er auch was am Glas können? Muss er gut trinken können? Ja, also wäre blöd, wenn der schneller voll wäre als ich, ne? Hackespitze! Bruder, ich sag euch, ich bin schon wieder eingefroren, Digga. Wir mussten hier wieder 2 Stunden warten, weil komplette Unwetter war. Aber wen haben wir hier? Amelie. Chiara. Sarah. Lara. Chiara. Ja, wie alt seid ihr? 17. Was macht ihr hier? Wir feiern Karneval. Ja, trinkt ihr auch ein bisschen Alkohol? Bisschen, ja. So, wie wollen Frauen geküsst werden? Romantisch. Beschreib mal ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Ja, machst du ja so diesen dollen, harten Kuss oder machst du diesen zarten? Nee, schon eher was härter. Wie ist es bei dir? Ja, ich weiß nicht. Also... Mittel. Ja, so Mittel. Ja, das ist gut. Ja. Habt ihr schon hier heute eingeküsst? Nein. Wollt ihr aber? Warum? Wenn es kommt, dann kommt's. Ja, klar. Ja, klar, wir sind drauf. Habt ihr Freunde oder was? Nein. Wie lange ist schon her? 2 Wochen. Bist du frisch Single oder was? Ja, ich hab Schluss gemacht. Warum? Selber schuld. An was denn? Egal. Hat man da nicht ein bisschen Bock, jetzt sowas nachzuholen? Nein, so? Nein. Wenn du sie jetzt küssen müsstest, wie würdest du das machen? Ich würde meinen Kollegen, der genau hinter mir ist, rufen, der das machen soll, genau jetzt vor der Kamera. Komm. Wie alt bist du? 17. 17 und 19 geht doch, oder? Ja, funktioniert, Digga. Würdest du ihm mal einen Schmatzer geben? Schon mal. Nein. Nicht willst vor du nicht? Nicht vor der Kamera. Servus, my friend. Yes. Alles also, gut? Ja, ist gut. Bruder, guck mal, es geht heute ein bisschen darum, so, wie küsst man Frauen, Digga? Oh, schwere Frage, wie soll ich das beantworten? Das ist einfach im Gefühl drin. Wie soll ich das erklären? So? Yeah. Das ist einfach da. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber... Zeig doch mal. Wie soll ich das zeigen? Zeig mit deinem Mund. Problem ist, bei der Sache für Küssen, entweder die führt oder ich führe. Verstehst du? Ja, und wenn du führst, wie sieht das aus? Ey, wie soll ich das zeigen? Ja, hast du heute schon eine hier ein bisschen geküsst vielleicht? Ja, eine habe ich schon. Ja? Eine. Die wie lief ist zu mir gekommen. Wie läuft sowas ab, Digga? Also, die ist halt zu mir gekommen und hat nach meinem Insta gefragt. Ja, und dann hat die mich angeguckt, dann habe ich sie geküsst.
Bruder, gib mal jetzt mal einen Anmachspruch, bitte. Du hast schöne Augen, ich will dir einen reinlaugen, Digga. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du hast schöne Augen, ich will dir einen reinlaugen. Ja, funktioniert. Ja, super, funktioniert. Ein Anmachspruch. Bitte sag den, ja. Du wirst von Tag zu Tag schöner, aber siehst schon aus wie nächste Woche. Hä? Nicht schlecht. Haben wir hier nochmal ein Talent oder was? Balle meine Texte, gehst du mir die Neiler. Balle meine Texte, gehst du mir die Neiler. Bitte meine Beste wegen Geiler. Ist war einfach, komm mit meiner Weiber, geh ich hoch, aber... Fangen wir mal an. Du sitzt in Mercedes und siehst aus wie ein Loser-Mann. Ich sitze in der Bahn und fühle mich tausendmal cooler. Ey, du flexst mit deinem Mann. Balle meine Texte, gehst du... Hallo, ich bin zwar kein Modeexperte, aber ich glaube, deine Pullis würden mir gut stehen. Nein, meine Pullis würden dir gut stehen. Gecheckt? Was hast du für einen Spruch? Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel. Sag mal diesen Spruch zu einem von den Damen hier. Darf ich dir kurz was sagen? Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel. Dankeschön. Wie fandst du den? Kuss auf die Schlecht. Are you from Tennessee? Because you only Tennessee. Ja, das ist ein bisschen cringe. Warte, Digga! Bisschen cringe. Was sagst du dazu? Ich hab's nicht mal gehört. Halt dein Maul. Habt ihr schon jemanden geküsst? Are you from Tennessee? Nee. Warum nicht? Hast du Schiss? Ich hab eine Freundin. Ich stehe einfach auf richtige Frauen. Hättest du heute Lust, jemanden zu küssen? Nur in dieser. Zeig doch mal. Da haben wir es doch gestoppt, ey. Da ist es. In dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen, Mann. Karneval in Köln, ich weiß nicht. Ja. Was soll, Digga? Deswegen, lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert gerne. Like da. Und die Glocke.